Hallo Leute und herzlich willkommen, da sind wir wieder zu Let's Play Dragon Age. Wir haben hier beim letzten Mal aufgehört. Wir sind jetzt Grauer Wächter, wurden erfolgreich aufgenommen. Und wir können aufsteigen, zumindest erstmal unser Hund. Und wir gucken dann mal hier dem Gamer. Was hat denn Konstitution gemacht? Steht für Gesundheit und Widerstandsfähigkeit. Wie viel Schaden ein Charakter verkraften kann. Dann kriegt der da auf alle Fälle erstmal was drauf. Körperlicher Schaden und so weiter. Ja, hier, gebt ihm mal so. Schreckensgeheul betäubt die meisten Feinde in der Nähe. Wirft sein Ziel zu Boden. Wenn es bei einer Prüfung seiner körperlichen Widerstandskraft scheitert. Wir nehmen mal das Schreckensgeheul. So, und dann können wir noch aufsteigen. Nee, hä? Haben wir keine Punkte mehr? Nee, wir haben keine Punkte. Wir haben auch hier nichts Spezialisierungsmäßiges. Ah, hier können wir was machen. Benötigt Level neu. Level 9. Was haben wir hier? Bedrohen. Verhöhnen, erregt Aufmerksamkeit, Bogenschießen. Ja, das machen wir mal. Behaupte ich jetzt einfach mal. Ob das sinnvoll ist oder nicht, weiß ich nicht. Auf eine Karte wollte ich gucken. Hätte auch M getan. Weil wir haben ja noch eine Quest offen, halt hier so. Das Testament. Findet die Schatulle, die seinem letzten Willen erwähnt wird, und bringt sie zu Dingens. Ein Hundepfleger. Dem. Hier, wir aktivieren mal die. Und bringen dem mal. Die komische Blume. Hier lang. Und dann schauen wir mal, wo wir hier den Hundetypen finden. Dann geben wir dem die Blume und haben schon wieder eine Quest erfolgreich abgeschlossen. Zwingermeister. Der sieht doch so aus, als ob. Seid gegrüßt. Seid ihr einer der grauen Wächter, die in der Wildnis waren? Habt ihr zufällig weiße Blumen gesehen? Ja. Ich kann nicht beschwören, dass die Blume meinen armen Hunden helfen wird. Aber einen Versuch wäre es wert. Ich habe, mal sehen, 20 Silber, die ich euch als Belohnung anbieten könnte. Das reicht dann natürlich. Vielen Dank für eure Hilfe. Vielleicht verlieren wir doch nicht so viele Hunde, wie ich befürchtet hatte. 20 Silber nehmen wir einfach mal mit. Einfach weil wir es können. Mehr wollen wir auch gar nicht. Wir haben jetzt auch schon wahnsinnige 29 Silber dadurch. Okay, dann haben wir quasi das haben wir erledigt. Dann aktivieren wir jetzt den da mal. Weil den wollten wir machen und begeben uns jetzt nochmal hier in die Wildnis. Und ich hoffe ja. Warum komme ich denn da nicht durch? Grüße. Soweit ich weiß, seid ihr jetzt ein vollwertiger grauer Wächter. Es ist eine Ehre, euch zu treffen. Quack, nee, ich mach die Tür auf. Ey, ich will hier aber. Oh, ich wollte jetzt eigentlich die Quest da fertig machen. Also ich hatte vor, die Quest fertig zu machen. Okay, können wir wahrscheinlich erst später machen. Also ich hoffe, dass wir die überhaupt noch machen können, sonst wäre ein bisschen doof. Das würde mich dann schon etwas ärgern. So ein ganz kleines bisschen nur. Wenn man dann hier quasi schon im Intro, sonderlich lange mal noch nicht gespielt, so in der Einführungsphase, daran scheitern würden. Ach so, genau, ich wollte ja auch mal hier, Inventar, war das hier? Langschwert, Eisen. Benötigt Stärke 11. Wir haben jetzt 20. Benötigt Geschick 10. Kann man. Oh, hier haben wir ein besseres Schwert. Das ist tatsächlich besser. Ist aber ein Zweihandschwert. Ist natürlich
Ist zwar auch cool, aber... Zweihändig? Wo ist denn jetzt das andere hin, was ich gerade noch hatte? Hallo? Waffen? Dolch? Verzauberter Dolch? Langschwert, Eisen, Haupthand. Streitkolben, Haupthand. Einhändig. Na also, jetzt kann ich hier zwei Waffen, sehr gut. Ja, sprich mal mit mir. Habt ihr hier irgendwo eine Elfin gesehen? Eine junge Frau mit roten Haaren, die eine Kettenrüstung herumträgt? Nein. Verdammt, wo ist sie nur hin? Wehe, wenn die Rüstung bei ihrer Rückkehr nicht ausgebessert ist. Beim Erbauer, dann werde ich... Oh, verzeiht mir meine Manieren. Ich bin sicher, meine Probleme interessieren euch nicht. Ich bin der Quartiermeister. Seid ihr hier, weil ihr Ausrüstung benötigt? Ich bin mir sicher, dass ihr besseres... Zeig mir doch erstmal die rothaarige Elfe. Zu laufen. Ich finde sie schon. Na dann, vor allem Waffen und Rüstungen. Sie sind für die Männer des Königs gedacht, aber ihr grauen Wächter könnt alles zu günstigen Preisen kaufen. Ich kann euch außerdem mit einigen anderen Waren versorgen. Vollkommen inoffiziell natürlich, zur Stärkung der Moral, versteht ihr? Was hast du denn für andere Waren? Was auch immer das... Okay, das sind quasi hier... Oh. Hier, ja, schwere Rüstung. Soldatenhelme, größere Schilder. Die machen natürlich ordentlich mehr, aber so viel haben wir gar nicht. Ja, Da seid ihr ja wieder. Braucht ihr etwas vielleicht? Ja, brauche ich. Zeig mir mal hier. Sagt mir einfach, was ihr gern hättet. Ja, dann mache ich dann. Zweihändig, Haupthand. Hochhaupthand. Oh, eine Armbrust. Rüstungsmäßig. Ja, lauter so nietenbesetztes Zeug. Das haben wir ja quasi fast schon alles. Macht jetzt nicht so viel Unterschied. Wir kaufen erstmal noch nichts. Wir begeben uns hier erstmal hoffentlich hier hoch, dass wir hier jetzt auch richtig sind. Wir sind ja nicht erst von hier drüben gekommen. Darum dürfen wir jetzt hier direkt mal auf die andere Seite. Besprechung. Logan, meine Entscheidung ist gefallen. Ich werde in dieser Schlacht an der Seite der Grauen Wächter kämpfen. Ihr riskiert zu viel, Kaelin. Die Horde der Dunklen Brut ist zu gefährlich, als dass ihr an vorderster Front den Helden spielen solltet. Wenn das so ist, sollten wir vielleicht einfach darauf warten, dass die Truppen aus Orlais zu uns stoßen. Ich muss erneut gegen eure törichte Idee protestieren, dass wir Orlais brauchen, um uns zu verteidigen. Das ist keine törichte Idee. Unsere Differenzen mit Orlais sind Vergangenheit. Und ihr solltet nicht vergessen, wer hier König ist. Zum Glück muss Maric nicht mehr miterleben, wie sein Sohn Ferelden denen übergibt, die uns ein Jahrhundert lang versklavt hatten. Da müssen unsere vorhandenen Truppen wohl genügen, nicht wahr? Duncan, sind eure Männer bereit? Das sind sie, Euer Majestät. Und ist das nicht der junge Lord aus Haia, bei dem ich vorhin begegnet bin? Es sieht aus, als seien Glückwünsche angebracht. Hey, wir sind nichts Besonderes. Oh, aber das seid ihr. Mehr als jemals zuvor brauchen wir jetzt jeden einzelnen grauen Wächter. Eure Faszination für Ruhm und Legenden wird euer Untergang sein, Kaelin. Wir müssen uns der Realität widmen. Schön. Was ist denn das für ein Spielverderber? Legt eure Strategie da. Die grauen Wächter und ich ziehen die dunkle Brut auf uns. Und dann? Ihr werdet dem Turm signalisieren, das Leuchtfeuer zu entzünden. Dann greifen meine Männer aus der Deckung an. Und fallen der dunklen Brut in die Flanke, richtig. Und ihr meint den Turm von Ishal in den Ruinen, oder? Wer soll das Leuchtfeuer entzünden? Ich habe dort einige Männer stationiert. Die Aufgabe ist nicht gefährlich, aber entscheidend. Dann sollten wir sie den Besten anvertrauen. Schickt Alistair und den neuen grauen Wächter, um sicherzugehen, dass sie erledigt wird. Ja, wir geben unser Bestes. Ihr verlasst euch zu sehr auf die grauen Wächter. Ist das wirklich klug? Ich habe genug von euren Verschwörungstheorien, Logan. Die grauen Wächter bekämpfen die dunkle Brut, egal woher sie stammen.
Euer Majestät, ihr solltet die Möglichkeit bedenken, dass sich der Erzdämon zeigen könnte. Wir haben in der Wildnis keine Drachenspuren gefunden. Sind eure Männer nicht genau deshalb hier, Duncan? Ja, Euer Majestät. Eure Majestät, der Turm und das Leuchtfeuer sind nicht nötig. Der Zirkel der Magie... Wir werden euren Zaubern keine Leben anvertrauen, Magier. Hebt sie für die dunkle Brut auf. Genug, der Plan wird aufgehen. Die grauen Wächter werden das Leuchtfeuer entzünden. Vielen Dank, Loghain. Ich kann diesen glorreichen Moment kaum erwarten. Die grauen Wächter stemmen sich an der Seite des Königs von Ferelden der Flut des Bösen entgegen. Ja, Kaelin, das wird ein glorreicher Moment für uns alle. Wer ist nicht ganz sauber da? Das ist irgendwie... Du hast den Plan gehört. Du gehst mit Alistair zum Turm von Ishal. Und ihr sorgt dafür, dass das Leuchtfeuer entzündet wird. Was? Ich werde nicht an der Schlacht teilnehmen? Es ist der ausdrückliche Wunsch des Königs, Alistair. Wenn das Leuchtfeuer nicht entzündet wird, wissen Taryn Loghains Männer nicht, wann sie angreifen sollen. Er braucht also zwei graue Wächter, die da oben nur rumstehen und die Fackel halten. Nur um ganz sicher zu gehen, richtig? Ja. Wo ist denn der Turm? Vom Lager des Königs aus liegt der Turm auf der anderen Seite der Schlucht. Es ist der gleiche Weg, auf dem wir hierher gekommen sind. Ihr müsst die Schlucht durchqueren, dann durch das Tor und bis nach oben zum Eingang des Turms. Von seiner Spitze aus könnt ihr das gesamte Tal überblicken. Und wann soll man anmachen? Wir geben euch ein Signal, wenn es soweit ist. Alistair wird wissen, wonach ihr Ausschau halten müsst. Okay, was tun wir, wenn ihr so ein Dämon ist? Dann machen wir uns vor Angst in die Hose. Was sonst? Sollte das geschehen, dann überlasst ihr ihn uns. Ich will keine Heldentaten von euch beiden sehen. Okay, und wenn hier Leuchtfeuer zündet, können wir dann... Ihr bleibt bei den Männern des Terran und bewacht den Turm. Wir schicken euch eine Nachricht, wenn ihr gebraucht werdet. Na gut, okay. Wie viel Zeit haben wir denn? Die Schlacht fängt bald an. Sobald ich weg bin, müsst ihr euch beeilen. Euch bleibt weniger als eine Stunde. Okay, und ist gefährlich? Natürlich. Selbst die perfektesten Pläne können schiefgehen. Also tut, was getan werden muss. Ich vertraue euch beiden. Nur nicht genug, um uns mit dem Rest von euch kämpfen zu lassen. Es wird noch mehr Schlachten geben, Alistair. Hab Geduld. Drum, lass uns doch erstmal das Feuer anmachen. Dann muss ich mich jetzt den anderen anschließen. Von nun an seid ihr beiden auf euch gestellt. Vergesst nicht, dass ihr graue Wächter seid. Ich erwarte, dass ihr euch dieses Titels würdig erweist. Wir tun, was wir können. Möge der Erbauer über euch wachen. Möge er über uns alle wachen. Hier wacht keiner. Neue Quest. So. Warte hier, Tagebuch. Ich will jetzt hier noch das Testament holen. Ja, wieso kann ich denn hier nicht hin? Das ist doch fies, ist das doch. Das ist doch alles doof. Na gut, okay, dann machen wir halt das da. Müssen wir natürlich wieder komplett in die andere Richtung. Warte mal, das hier ist Zielen. Schildschlag haben wir natürlich auch nicht. Oh, den hier können wir erstmal aufpimpen. Templer. Plus zur Magie, plus 3 mentale irgendwas. Was hat denn der so im Allgemeinen für Fähigkeiten? Kampfausbildung, okay. Nicht Lumpi, ich wollte hier eigentlich mal Charakterbogen. Das wollte ich auch nicht. Zauber und Talente. Templer, Krieger, okay. Waffe und Schild. Gut, okay. Der ist also auch Nahkampfspezi. Dann kriegt er hier einfach mal auf Konstitution noch eins drauf. Weiter geht's. Caesar Schlag. Kann der direkt mal lernen.
Und dann gucken wir mal hier bei uns. Mensch, Adliger, heldenhafte Erfolge, das interessiert mich gerade nicht. Zauber und Talente, Fähigkeiten. Auf Nummer 2 haben wir hier Dingens. Haben wir auch Pfeile irgendwo? Ah, haben wir bestimmt. Okay, dann wechseln wir wieder auf Nummer 1. Warte mal, wir brauchen hier noch irgendwie hier Fähigkeiten. Hier ist doch bestimmt... Benötigt 12 Klugheit, durchschauen und zu beeinflussen, Kampfausbildung. Ah, hier Talente, mal gucken. Wodurch Angriff, also Verteidigungsboni. Achso, das haben wir da vorne schon drauf. Na gut, okay, dann brauchen wir das nicht. Mächtig, passiv, passiv, passiv. Das brauchen wir. Zielen, passiv. Schildschlag, okay, das haben wir quasi gerade einfach nicht. Okay, wir haben auch nicht mehr Talente, noch nicht. Ach, das ist der hier, Schilddeckung, und das ist hier präziser Schlag. Wir haben jetzt quasi zwei Waffen. Okay, das sind ja quasi Zelte. Und wir sollen dahin, wo wir hergekommen sind. Und da kommt erstmal eine Zwischensequenz. Ne, es wird geladen. Mit einer Zwischensequenz. Okay. Jetzt Ruhe. Zwischensequenz. Die sehen alle nicht so motiviert aus. Da, die segnet zwischendurch nochmal. Sowas ist immer gut vor einer Schlacht. Der Plan wird aufgehen, Euer Majestät. Natürlich wird er das. Die Verderbnis endet hier. Da bin ich auch noch nicht so sicher, dass das jetzt hier endet. Das wäre ein sehr kurzes Spiel. Besonders hübsch sehen die auch nicht aus. Ich würde sagen, mit Bogenschützen wären sie jetzt ganz gut dran. Da könnte man jetzt einige schon zu Fall bringen. Aber es sieht nicht so aus, als hätten wir welche. Bogenschützen! Ah, okay. Na also. Ah, da fallen schon gut welche um. Ein bisschen blutig sieht's aus. Los, Hunde! Oh Gott, wie viele Hunde wir haben. Gut, dass wir die Blumen gesammelt haben. Nein, ein Hund! Für Ferelden! Die Bogenschützen hätten auch ruhig nochmal schießen können, hätte ich jetzt gesagt. Aber ich bin natürlich kein König. Da so taktische Entscheidungen von so einer Tragweite. Was guckst denn du jetzt da hoch? Wir müssen über die Brücke und dann zum Turm von Ischal. Ja, aber eigentlich wollte ich doch hier noch... Oh, jetzt wird gerade gespeichert. Ich wollte doch aber noch in der Wildnis eigentlich. Da! Du wirst scheitern! Ach, Scheißdreck, hier scheitert keiner. Steh wieder auf. Los! Selbst der Hund steht noch. Den können wir nicht plündern. Schlag sie zurück! Ja, okay, wir sind auf der Brücke.
Bauer, steh uns bei. Sie sind überall. Ihr seid graue Wächter, nicht wahr? Der Turm, er wurde eingenommen. Wovon redet ihr? Was meint ihr mit eingenommen? Die dunkle Brut kam durch die tiefer gelegenen Kammern nach oben. Sie sind überall. Die meisten von uns sind tot. Dann müssen wir zum Leuchtfeuer und es selbst entzünden. Der feige Typ. Na, immerhin haben wir jetzt einen Magier dabei. Da ist ja quasi schon einer. Hier, Magier. Du gehst mal davor. Alle Waffen bereit. So, was hat der hier Cooles? Flammenschlag, Reichweite kurz. Arkaner Bolzen, der kommt weit. Schwäche, das ist langweilig. Flammenwaffen. Ist dieser Zauber aktiv, füllt der Zaubernde die Nahkampfwaffen der Gruppe in Flammen, wodurch diese bei jedem erfolgreichen Angriff zusätzlich Feuerschaden verursachen. Das ist gut, das kann er erstmal machen. Da angreifen. Du auf den da. Hat jeder einen Plan? Du solltest angreifen, Hund. Ah, wird schon passen. Braucht ihr Hilfe? Hier, lass den Magier in Ruhe. Greif an. Haben wir noch was? Der kämpft da vorne alleine. Ah, bis jetzt läuft's. Da haben wir noch einen. Ach Gottchen, der ist ja fast schon putzig. Wo ist denn hier die Maus? Da so. Der liegt im Drecke. Das ist gerade nicht so cool, finde ich. Lumpi? Aber ich sag's so, lass meinen Hund in Ruhe, Junge. Okay, gut, der ist mittlerweile auch hier oben angekommen. Dann plündern wir den da mal noch. Plündern? Okay, ihr habt noch ein bisschen Silber. Hier gibt's nichts. Jetzt müssen wir runter zu dem. Dann steht ja auch wieder auf, wenn wir in der Nähe sind. Ja, hier alles plündern. Haben wir da hinten noch was zum Plündern? Der da? Nee, hier ist nichts. Hier gibt's noch was. Eine Säureflasche, genau darauf habe ich erwartet. Flammenwaffen sind eigentlich ganz cool, ja? Ich muss doch eigentlich nur in den Turm darin irgendwie, ne? Angreifen. Ja, okay, die bewegen sich erstmal alle hier hoch. So, wie sieht's hier aus? Gerade nicht so gut. Willst du nicht einen angreifen? Ja, da ist noch. Da war noch einer. Okay, gut. Hat sich erstmal da erledigt. Hier können wir da alles einsammeln. Ah, da, das sind nicht viele. Wir sammeln hier erstmal ein. So,
Ja, können wir den plündern? Natürlich können wir das. Dann nehmen wir einen Wundumschlag mit. Oh, jetzt haben wir ein Problem. Wo ist denn hier? Da, auf den da. Zauber mal Schwäche auf den. Wundumschlag. Präziser Schlag. Und da haben wir die auch schon erledigt. Sehr gut. Der Alpha hat ein bisschen mehr Silber dabei, aber ansonsten auch nicht wirklich. Und wir müssen jetzt auch dringend Schluss machen. Und zwar bevor wir hier reingehen. Hier geht es jetzt nächste Folge weiter. Halt, Moment, wir haben ja noch was zum... Wir haben noch Punkte zu verteilen. Ja. So, machen wir das einfach mal. Hier können wir noch was aufsteigen. Doppelschlag. Klingt gut. Mit beiden Waffen gleichzeitig. Da hat er es auch schon. Das tauschen wir mal gegen das da. Den packen wir mal hier hinter. Und ja, für die Folge haben wir jetzt hier zumindest uns schon mal bis zum Turm vorgekämpft. Ich bedanke mich üblich fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir können die andere Quest dann in der nächsten Folge noch machen. Hoffe ich. Oder wir können die überhaupt noch machen. Das wäre sehr schön. Für die Folge erstmal danke fürs Zuschauen. Hoffe, ihr hattet Spaß dran und sage an der Stelle tschüss, bis zum nächsten Mal.